Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag, heute mit diesen Themen. Die Pollensaison startet, eine kritische Zeit für Allergiker. Wir begrüßen im Studio die Standortmanagerin vom GAR-Markt in Götzis. Und natürlich gibt es auch heute die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Mit dem Frühlingsbeginn startet die Pollenzeit und somit eine kritische Zeit für alle Allergiker. Unsere Kollegen von Voll.at haben sich mit dem HNO-Experten Dr. Kronberger über dieses Thema unterhalten. Herr Dr. Joachim Kronberger, Facharzt für HNO am LKH Feldkirch. Wie finde ich nun heraus, ob ich allergisch bin bzw. welche Allergie ich habe? Also einerseits ist es das Beschwerdebild, das den Patienten primär mal zu seinem Hausarzt führt. Der Hausarzt hegt dann den Verdacht, dass es sich um eine Allergie handeln könnte. Er überweist den Patienten zu uns zur Allergieaustestung. Wir grenzen das dann ein mit der Anamnese, können das zeitlich ein bisschen einschränken, schon einen gewissen Verdacht aus der Anamnese herausschließen. Dann führen wir einen Hauttest, den sogenannten Pricktest durch, mit einer Blutabnahme und in Zusammenschau all dieser Befunde können wir dann die Diagnose einer Allergie stellen und auch herausfinden, auf was der Patient allergisch ist. Was passiert denn, wenn ich eine Allergie nicht behandeln lasse? Welche Komplikationen können da auftreten? Es können neue Allergien dazukommen, weitere Allergien dazukommen und etwas gefürchteter ist dann der sogenannte Etagenwechsel. Das heißt, dass sich die Beschwerdesymptomatik nicht nur auf die Augen und auf die Nase beschränkt, sondern durchaus auch ein allergisches Asthma daraus entstehen kann. Und was sind denn jetzt Ihre Tipps? Wie überstehe ich als Allergiker die kritische Zeit jetzt im Frühling? Einerseits ist das die antiallergischen Medikamente, die Linderung verschaffen, aber auch mittlerweile als Therapiestandard bei der symptomatischen Behandlung sind Cortison-Nasensprays und abgesehen davon auch noch Augentropfen natürlich, aber auch gängige Sachen wie sich jeden Tag, nachdem man im Freien war, die Haare waschen, die frisch gewaschene nasse Kleidung nicht im Freien zum Trocknen aufhängen, weil das eine hervorragende Pollenfalle ist, Pollenfilter für das Auto regelmäßig wechseln, Pollengitter für die Fenster. Das sind so gängige Tipps. Und natürlich auch die Nasensalzspülung, weil die feuchte Nasenschleimhaut ist eine hervorragende Pollenfalle und so kann man die Pollen aus der Nase wieder herausspülen. Bei uns geht es nun weiter mit dem Newsblock und im Anschluss daran begrüßt mein Kollege Philipp Fasser hier im Studio die Standortmanagerin vom Garnmarkt in Götzis, Isabel Bickel. Traditionsbäckerei Plasibäck ist insolvent. Über das Bäckereiunternehmen, das seit 130 Jahren in Familienbesitz ist, wurde das Sanierungsverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Die Schulden des Unternehmens belaufen sich auf rund 707.000 Euro. 17 Gläubiger und 26 Mitarbeiter sind davon betroffen. Inhaber Herbert Ender begründet das Insolvenzverfahren unter anderem mit der großzügigen Filialstrategie, die wirtschaftlich nicht erfolgreich umgesetzt werden konnte. Ursprünglich wurden 9 Filialen in Vorarlberg betrieben. Derzeit sind es noch 5 Filialen. Ob der vom Unternehmen vorgeschlagene Sanierungsplan angemessen und finanzierbar ist, wird sich bis zur Sanierungsplantagssatzung am 20.06.2013 herausstellen. Kokainschmuggel aufgedeckt. Am 20. März gegen 12.45 Uhr kontrollierten Grenzwächter beim Grenzübergang Griesern bei der Einreise in die Schweiz ein Fahrzeug mit 2 Insassen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs mit belgischem Kennzeichen stellten die Grenzwächter im Reisegepäck des Mitfahrers, einem 22-jährigen Albaner, mehrere mit Klebeband umwickelte Pakete mit rund 3 Kilogramm Kokain fest. Bei der Personenüberprüfung stellten die Grenzwächter zudem fest, dass der 22-jährige Hauptverdächtige sich schon seit mehr als 90 Tagen und somit illegal im Schengen-Raum aufhielt. Die beiden Männer wurden der Kantonspolizei St. Gallen zugeführt. Und Reha-Klinik Montafon übernimmt Bereitschaftsdienst. Die Reha-Klinik Montafon übernimmt in der Talschaft ab 2. Mai die ärztlichen Nachtbereitschaftsdienste unter der Woche. Schon seit längerer Zeit steht in der Talschaft der kurative Bereitschaftsdienst unter der Woche nicht mehr zur Verfügung. Auf der Suche nach Alternativen trat der Stand Montafon, unterstützt durch die Vorarlberger Landesregierung, an die Reha-Klinik Montafon heran und fand dort laut Bürgermeister Lerch von Anfang an eine Kooperationsbereitschaft.
Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit einem Studiogast, und zwar mit Isabel Bickel. Sie ist Standortmanagerin vom Garmarkt hier in Götzis. Hallo, danke, dass Sie da sind. Hallo. Der Grund, wieso Sie bei uns sind, sind natürlich zukünftige Entwicklungen am Garnmarkt. Da tut sich natürlich einiges, unter anderem jetzt ab Freitag der neue Wochenmarkt. Was ist denn da der Hintergrund gewesen? Wie ist denn das entstanden, dass man sich für einen Wochenmarkt entschieden hat am Garnmarkt? Also es ist so, die Flanierzone ist jetzt ja mehr oder weniger fertig. Wir haben noch bis im Juni eine kleine Baustelle, aber dann ist sozusagen die große Entwicklung abgeschlossen. Und jetzt haben wir da eine wunderschöne Flanierzone mit Schaufenstern, Cafés. Und jetzt geht es einfach darum, ich sage mal, das Ding zu beleben und auch nutzbar zu machen für die Kummenberg-Region. Wer da alle am Freitag einkaufen geht, der kann das künftig einfach auch in der Flanierzone tun, im Outdoor-Bereich, und dann auch einen Kaffee trinken gehen. Und Markt und Frische, das ist einfach was, was die Leute immer mehr schätzen. Ja, und diesem Bedürfnis sind wir nachgegangen und waren glücklicherweise auch in der Organisation sehr erfolgreich. Mhm. Wochenmarkt, was kann man sich jetzt genau darunter vorstellen? Man weiß natürlich, okay, am Markt, was das ist, aber was passiert da genau und was wird da geboten? Die Grundidee ist das, dass man regionale Produkte einkaufen kann, dass es diverse Spezialitäten gibt. Also wir haben Italiener, Türken, Griechen dabei. Ein Markt ist aber auch wesentlich, dass er lokal eingebunden ist. Also wir haben zum Beispiel auch das Loacker-Haus dabei, die werden da ihre Produkte ausstellen und verkaufen. Und es soll einfach ein Ort sein, an dem man zusammenkommen kann und in einem sehr persönlichen Rahmen einkaufen, sich auch über das, was man da kauft, unterhalten. Wo kommt jetzt der Käse her? Ja, und das ist so der Gedanke von dem Wochenmarkt. Ganz wichtig ist natürlich noch für alle, die jetzt Lust auf frische Produkte aus dem Ländle haben. Wie ist der Ablauf? Wann geht's los am Freitag und wie geht's dann weiter? Der Markt startet prinzipiell immer um 8:30 und dauert bis 10:30, sodass man, wenn man um 12 im Büro fertig ist, noch schnell runter sausen kann. Mhm. Und am Garnmarkt wird künftig jetzt von April bis Ende Oktober jeden Freitagvormittag Markt gehalten. Super, dann wünschen wir viel Erfolg natürlich. Danke, und auch ja. Selber vielleicht das eine oder andere Schmankerl, was man sich da noch aussucht. Kommt vorbei. Und weiterhin viel Erfolg im Garnmarkt. Mhm. Danke vielmals. Dankeschön. Ja, also einiges los am Garmarkt hier in Götzis mit dem Wochenmarkt, der eben an diesem Freitag am 12. April startet. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Sportnews. Schweres Los für Österreichs Tennis-Davis-Cup-Herren. Im Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe müssen Julian Knoll und Co. auswärts gegen die Niederlande antreten. Gespielt wird vom 13. bis 15. September. ÖTV-Kapitän Clemens Trimmel sprach nach der Auslosung in London von einem extrem schweren Los. Auch Österreichs Nummer 1 Jürgen Melzer sah die rot-weiß-rote Equipe als Außenseiter. Das war's vom Sport, und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt. Kanton Schaffhausen plant Kraftwerk am Rheinfall. Größter Wasserfall Europas soll bis zu 20% Wasser verlieren. Klares Bekenntnis zum Standort Bregenzer Wald. Werkraumhaus, Käsekeller, Wälder Versicherung oder Moisburger Formaufbauten. Millionen Investitionen im Bregenzer Wald stellen erneut Standorttreue unter Beweis. Und nach der langen Kältephase könnte es für Pollenallergiker ein böses Erwachen geben. Dann nämlich, wenn die verspäteten Frühblüher wie Erle und Hasel mit Birke, Rotbuche oder Eiche kollidieren. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag vom 10. April. Sie sehen im Anschluss wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad. Der Wind weht mit 11 km/h aus Süd-Südosten. Am Donnerstag ziehen dann noch einige kompakte Wolkenfelder über dem Ländlehimmel und einzelne Regenschauer sind nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag greift dann vielerorts der Föhn durch und die Wolken lockern auf. Auf den Bergen gibt es morgen auch einiges an Sonnenschein. Am Abend werden die Wolken dann mit Annäherung einer Kaltfront wieder dichter. Die Tiefstwerte liegen am Donnerstag zwischen 1 und 5 Grad, die Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Eine Kaltfront sorgt am Freitag für Regen und im Gebirge für Schneefall. Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen 7 und 12 Grad. Am Samstag setzt sich von Westen her ein Hoch durch und sorgt zunehmend für sonnige Verhältnisse. Die Temperaturen bleiben aber noch gedämpft. Und am Sonntag ist es dann sonnig bei Temperaturen von 5 bis 15 Grad.